Heute ist es soweit. Foot Champions Weekend League nach so langer Zeit. Wir hatten eine unglaubliche Formkrise. Ihr wisst es, wenn ihr mich die letzten Monate verfolgt habt. Wir haben es einfach nicht mehr packen können, Elite 1 zu holen. Heute haben wir die Chance. Allerdings haben wir heute nicht nur einen Gegner bzw. Schwitzer als Gegner. Nein, wir haben zwei. Und vor allem, ja, ist wohl der größte Gegner heute die Zeit. Denn wir haben nur noch eine Stunde. Und ihr seht es schon selber, müssen sechs Spiele spielen. Ob wir das hinbekommen? Normalfall, eigentlich für eine Stunde braucht man drei oder kriegt man drei, vier Spiele hin. Das werden wir sehen. Ich stelle euch auch mein neues Team vor. Und ja, ich hoffe, dass wir zur Altersstärke heute zurückkommen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Weekend League for Champions Team Video. Viel Spaß, let's go! Ihr braucht günstige PS1-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMOG ab, Link in der Beschreibung und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen und mich zu unterstützen. Danke an alle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal REALFIFA. Und heute gibt es mal wieder die Foot Champions Weekend League. Frag mich nicht, wie lange das schon her ist. Locker 1, 2, 3 Monate, denn wir haben es in dieser Zeit nicht mehr packen können, Elite 1 zu holen. Ihr wisst es, standardgemäß eigentlich 26 Siege, in letzter Zeit sogar ab und zu nur noch Elite 3, was ja für mich leider nicht mehr so gut war. Aber wir haben uns konzentriert, wir haben ein neues Team und damit wird gegrindet. Ich fange direkt an mit dem neuen Team, Jungs. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Ich zeige euch heute meine letzten Weekend League Spiele. Unter anderem haben wir auch gegen einen E-Sportler gespielt, aber das seht ihr später. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier ein Like da lasst und natürlich auch gerne die Glocke aktivieren und den Kanal kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wäre mega fresh. Und ja, wir starten mit Manuel Neuer am Tor. Der ein oder andere kennt vielleicht das Team schon aus dem Stream, denn da haben wir ein bisschen rumgefeilt. Die Innenverteidigung sieht da jetzt ein bisschen anders aus. Nicht mit Ferdinand und Campbell. Nein, wir haben jetzt hier, ja, okay, Campbell schon, aber auch die neue, ja, Prime Icon, Optimus Prime Icon von Desai. Ja, 85 rated, wollte ich sagen, 92 rated. 24 Spiele haben wir mit ihm in dieser Weekend League gemacht. Fazit gibt es dann, wenn ich die letzten Weekend League Spiele spiele. Also da gebe ich euch dann das Fazit, denn es gibt auch ein Problem. Also erstmal die Verteidigung, mega biestig, es gibt ein Problem. Ja, dieser Zeitdruck, der am Start war. Ich bin zu spät aufgestanden, ihr kennt das vielleicht, ihr stellt euch einen Wecker. Denkt euch so, okay, komm, letzten Weekend League Spiele grinden, 15 Stück oder so hatten wir noch. Und das Problem war einfach, ich bin nicht aufgestanden, lag dann irgendwie noch so eine halbe Stunde schlafend im Bett und dachte mir dann so, oh scheiße, ich muss ja noch Weekend League spielen. Heißt, deswegen hatten wir so einen enormen Zeitdruck und normalerweise packt man das nicht in dieser Zeit. Aber vielleicht haben wir es ja heute geschafft, das werdet ihr sehen. Die Außenverteidiger sind ebenfalls am Start, habe ich schon eingefügt. Kursawa Champions League, zudem laber ich dann auch nochmal was später und auch Lala. Also wegen dem enormen Zeitdruck habe ich es halt nur geschafft, das Gameplay aufzunehmen. Ich dachte mir so, wir könnten es live machen, aber nicht mit Facecam, weil ich hätte noch duschen müssen wegen Haare, waren richtig... Ja, das wollt ihr nicht sehen. Da steht dann hier ein Haar ab, da ein Haar. Und ich, ja, hätte ich geduscht, hätte ich die Spiele niemals hinbekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. Vor allem, wir konnten uns so natürlich auch besser konzentrieren, endlich mal wieder Elite 1 ja zu packen. Ob wir das dann geschafft haben, werdet ihr sehen. Cristiano Ronaldo natürlich hier vorne drin. Guckt euch diese Statistik an. Bald hat er die 1000 Spiele voll. Im linken Mittelfeld haben wir die Prime-Version von Pavel Nedved. Finde ich, ja, auch sehr, sehr gut. Ob er besser ist als Neymar, kommen wir später zu. Ja, Pavel Nedved am Start, rechtes Mittelfeld natürlich, Leo Messi, First Owner, ihr seht ihn hier mit der Statistik, erste Sahne würde ich sagen, 78 Scorerpunkte in 61 Spielen, lässt sich sehen. Und dann im ZOM, beziehungsweise unsere beiden Sechser sind zum einen Laurent Blanc Baby, von dem bin ich so fasziniert, also der ist wirklich so gut, das ist nicht mehr normal. Und auch eine neue Karte, ja, Veyron. Bugatti Veyron ist das nicht, aber Juan Sebastian Veyron gibt den grünen Link für Messi. Wollte ich einfach mal austesten und dazu habe ich auch eine klare Meinung, aber die kommt wie gesagt später. Und jetzt kommen wir zum letzten Spieler hier vorne. Da hätte ich mich auch für Ibra entscheiden können oder Aubameyang, aber ich muss sagen, ich finde Ibra und Aubameyang noch viel gefährlicher als Backup. Und ja, im Main Team in dieser Weekend League hat einfach Marco Reus Play of the Month gespielt aus der Bundesliga. Und
Ja, so sieht das Team aus, mit dem wir jetzt die letzten 6 Spiele spielen müssen. Wir haben auch unter anderem gegen einen E-Sporter gespielt. Unter anderem einen E-Sporter, der uns immer die Packs gegeben hat. Also Marco, und das Spiel zeige ich euch zuerst. Und dann natürlich die letzten 6. Jungs, checkt auch gerne mal mein Insta-Twitter ab, um nichts mehr zu verpassen. Da habe ich sogar auch schon das Ergebnis gespoilert. Wer sich da immer spoilern lassen möchte und wissen will, was so bei mir abgeht, kann da gerne folgen. Und jetzt würde ich sagen, so sieht das Weekend League-Team aus. Ich hoffe, wir rasieren damit. Und wir starten mit dem allerersten Spiel. Also Matchmaking war auch am Start gegen einen Global Series Teilnehmer, gegen Marco. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch noch, denn er hat uns ja auch mal Rewards gegeben. Und ich würde sagen, ab geht's. So Freunde, wir starten jetzt mit den letzten Weekend League Spielen. Also lasst es mich auch gerne mal wissen, wie ihr diese Weekend League abgeschnitten habt. Spielt ihr überhaupt noch Foot Champions? Und jetzt, ja, ist das Ganze passiert, wo ich eigentlich dachte, komm, das war's jetzt. Denn wir standen 16-2, heißt, ja, das 17. Spiel, oder wir mussten um den 17. Sieg kämpfen gegen Marco Itachi, Jungs. Ja, einfach nur, ja, keine Ahnung, was ich mir da so dachte. Ich weiß ja, wie Marco spielt. Ich habe schon die ein oder andere Partie im FIFA 19 mit ihm gespielt und ich kann euch sagen, ich habe jedes Spiel verloren. Heißt, ich bin mit der Einstellung reingegangen, Digga, das wird eine klare Niederlage, aber... Okay, ich habe auch in FIFA 18 mal gegen Marco gespielt und da hatte ich auch mal ein, zwei Spiele, wo ich gewonnen habe. Trotzdem muss man sagen, aus 10 Spielen oder so habe ich vielleicht 2 gewonnen, eher 8. Da war die Rollenverteilung auf jeden Fall, ja, eindeutig und deswegen dachte ich mir so, okay, scheiße. Matchmaking on point muss jetzt nicht sein, gegen Marco zu spielen. Wie gesagt, er war auch schon bei den Globals am Start, hat ja auch ein sehr, sehr krankes Team und hier die erste Chance mit Ronaldo, mit der Hacke. Aber da kommen wir zum allerersten Punkt, Manuel Neuer, die Krake Manuel Neuer hat uns hier schon mal, ja, das 0-0 noch, sage ich mal, gerettet. Und die Flanke von Messi war nicht schlecht, nochmal Cristiano Ronaldo mit dem Finesse, aber Ferdinand stand richtig, stand einfach da, hat den Ball gut bekommen und es war jetzt hier schon gleich die erste Pause, ja, und der will nicht abpfeifen, Chiri, pfeif ab. Ist hier Halbzeit. Nein, okay, er kriegt trotzdem nochmal den Angriff über Eusebio. Euse, die Schleuse macht er gut hier mit dem Iniesta-Flick oder wie der heißt, auf Raul. Grüner Time-Finish. Holy shit, der hätte reingehen können, müssen. Man kann sich streiten. Wir hatten Glück, auf jeden Fall. Und jetzt auf der, ja, in der zweiten Hälfte genauso nochmal. Manuel Neuer pariert unglaublich stark. Das ist halt... wirklich, bei manchen ist er absolut schlecht. Ihr könnt mal reinschreiben, wie ihr Neuer findet. Aber bei mir ist er der Gott himself. So übertrieben krass. Und jetzt, ja, war die 57. Minute gespielt. Wir waren eigentlich durch mit Messi. Aber Ferdinand rippt ihn einfach um. Und das heißt, wir haben jetzt den Elfer. Marco, mache ich ihn rein oder nicht? Jungs, ihr werdet es sehen. Wir schießen natürlich mit Leo Messi. Ist doch logisch. Auf die Trikotnummer achten wir jetzt mal nicht. Aber er macht ihn rein. 1-0 gegen Marco, wo ich sonst jedes Spiel verloren habe. Wie gesagt, das Spiel war, ja, um, entweder kommen wir 17-2 oder kriegen wir 17-2 hin oder, ja, stehen dann 16-3 und so war dann eigentlich Elite 1 schon fast verkackt und jetzt hätte Messi den Ball eigentlich reinmachen müssen. Hatten wir auch mal ein bisschen Pech, muss man ja dann einfach mal sagen. Klar, Marco hätte schon ein, zwei Tore schießen können, aber hier hätten wir auch safe das Tor erzielen müssen. Weiß ich nicht. Egal. 74. Minute. Eusebio mit dem Übersteiger neben das Tor und jetzt nochmal Aubameyang mit der perfekten Übersicht, der ist reingekommen auf Messi, knappes Ding, hätte auch reingehen können und jetzt war die 92. Minute da und Herzinfarkt pur, denn Witzel ist alleine durch und Manuel Neuer, Manuel fucking Neuer, bester Keeper, der Typ, der wird für immer in meinem Tor stehen, ich sag's euch, was für Paraden der in diesem Spiel rausgehauen hat, ich kann Marco verstehen, der war natürlich danach ein bisschen angefressen. Ich kann es verstehen, weil, ja, mindestens 2 Tore hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Aber ihr seht es an der Statistik. Es war eigentlich sehr, sehr ausgeglichen. Und ich war mega zufrieden, dass wir hier diesen Sieg geholt haben. Und nach diesem Sieg gegen Marco habe ich mich auf jeden Fall gefühlt erstmal. Weil E-Sportler Jungs von Hannover 96, eigentlich auch ein guter Kollege, mein Bro eigentlich, der mir auch immer Rewards gegeben hat, gegen den ich immer verloren habe. Und jetzt dachte ich mir so, komm, diese 6 Spiele innerhalb von einer Stunde durchziehen und irgendwie vielleicht endlich mal wieder Elite 1 bekommen. Keine Ahnung, muss doch einfach klappen. Ja, erster Gegner hatte ein sehr, sehr starkes Team. Ich glaube, er hat umgestellt auf Viererkette, weil er am Anfang eine Fünferkette hatte. Marco Reus ist der neue Mann. Und da kann ich auch gleich sagen, Marco Reus ist eine Schlüsselfigur in dieser Weekend League gewesen. Wie gut
ist diese Karte. Dann haben wir einfach nochmal David Luiz reingebracht für Veyron und auch den guten alten Aubameyang dann für Marco Reus. Wir gewinnen das Spiel 1-0. 23 Siege sind es jetzt also an der Zahl. Noch 5 Spiele innerhalb von 40 Minuten. Das war eigentlich schon gegessen. Also ihr seht schon, der größte Gegner heute ist eigentlich die Zeit. Und dieses Kombinationsspiel war traumhaft. Und Marco Reus ist durch. Und Marco Reus, Rolls-Royce, Reus-Crispies mit dem 1-0. Sehr, sehr wichtiges Tor. Also zu Marco Reus kann ich nur sagen, wenn ihr ihn euch holen könnt, probiert ihn aus, der ist wirklich stark. Der ist wirklich stark und Pavel Nedved genauso. Da macht er hier schön, sage ich mal, das Kurzpassspiel. Ist halt nicht vielleicht der schnellste mit 85 Pace, aber wenn ihr den Hunter Chemistry Style gebt, dann zieht er durch wie eine Katze. Und ihr seht es schon, der Gegner hat wirklich übelst provoziert mit seinen ganzen Grätschen. Hatte dann auch die rote Karte und das war dann hier das gefundene Fressen für Leo Messi. Und dann musste ich dann auch ein bisschen provozieren, weil es wirklich abgefuckt hat, wie er gespielt hat. Ansonsten provoziere ich eigentlich nicht, aber er kriegt das Herz von Messi in die Kamera. Und Leo Messi, brauche ich nicht zu sagen, ist einfach unser Goat, wie man das auch so schön sagt. 24 Siege sind am Start. Nächster Gegner, Ronaldo Cruyff, ebenfalls Desailly. Das war schon ein sehr, sehr starker Gegner. Und er geht hier auch 1-0 in Führung. Gut, hätte jetzt nicht sein müssen. Ihr seht schon seinen Jubel. Er läuft einfach und nimmt uns die Zeit hier richtig auf provokant weg und führt dann auch noch 2-0. Ich habe überlegt aufzugeben, weil eine Niederlage können wir uns auch erlauben. Aber ich dachte mir so, komm Max, push dich. Diesen Sieg holst du dir. Und da macht er auch direkt den Fehler und Messi nutzt den aus zum 2-0. Und da gibt es natürlich die Provokation zurück. Also gefühlt wirklich sehr, sehr viele am Provozieren. Und man muss dann natürlich einfach zurückschlagen. Also das mache ich sonst eigentlich nie. Ich überspringe die Jubel. Und Messi setzt sich gut durch mit Pavel Nedved. Und zu Pavel Nedved kann ich auch einfach nur sagen, die Ente ist am Start. Und Pavel Nedved lohnt sich meiner Meinung nach wirklich mal auszutesten. Ja, und das Tor war gut. 3 Schüsse, 3 Tore, Halbzeit. Wir liegen 3-2 hinten. Jetzt muss hier aber Gas gegeben werden. 50. Minute, Ausgleich Marco Reus, der jetzt hier auch so langsam wirklich, ja, sich schon eine Stammposition eigentlich erspielt hat, muss ich sagen. Ich überlege, den wirklich jetzt öfters zu spielen, denn guckt euch dieses Dribbling an. Er ist in jeder gefährlichen Chance am Start. Holt den Elfer raus. Genau das gleiche Prinzip wie gegen Marco, aber diesmal hat er die Ecke. Messi macht ihn nicht rein. Ganz, ganz bitter. Egal. Nochmal Reus über die Außen auf Veyron. Und Veyron ist nicht nur Sechser. Nein, er ist auch Distanzschütze und haut dieses Ding perfekt in den Winkel mit 85 Schuss. Veyron für 680k. Eine wirkliche Empfehlung als Sechser. Gut, ich habe ihn in der Verlängerung ausgewechselt für David Luiz. Aber der Veyron, der ist wirklich gut. Und jetzt seht ihr es. Wir haben 25 Siege und nur noch 10 Minuten, 3 Spiele über. Das ist nicht machbar, das ist nicht machbar. Wenn wir jetzt den Gegner haben, wenn er durchspielt, ist die Zeit vorbei und wir haben es nicht geschafft, Elite einzukommen. Ob wir das jetzt schaffen, werden wir sehen. Wir müssen ihn zum Aufgeben bringen. Wir müssen viele Tore schießen. Am besten direkt in den ersten Minuten. 4. Minute gespielt. Pavel Nedved. Geile Kombination. Und dann macht er das Ding. Und hier seht ihr es, wir überspringen eigentlich immer die Jubel. Also wirklich, ich bin eigentlich nicht so einer, der provoziert. Ich provoziere nur, wenn ich das entweder von der Spielweise beim Gegner sehe oder er natürlich auch provoziert. Und jetzt 26 Minuten gespielt, macht Messi das fucking 2-0. Leo Messi, gib auf, Junge. Er gibt auf. Er gibt auf. Es war nicht sein letztes Spiel. Wäre es sein letztes Spiel gewesen, er hätte einfach durchziehen können und versuchen können, das Ganze zu drehen. Hat er nicht. Und wir haben die 26 Siege. Und wir haben die 26 Siege. Jungs, das ist unnormal. In 10 Minuten 3 Spiele. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit für 2 Spiele. Heißt, Finalgegner, so gesehen. Und ihr seht schon oben links, Free Win. Weil du auswärts spielst. Ich habe nicht auswärts gespielt, aber er hat sein Torwart rausgenommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier den Ehrenmann-Move des Jahrhunderts gemacht hat. Auf jeden Fall haben wir das Tor geschossen mit Pavel Nedved. Kriegt er von mir auch nochmal das Herz. Wir waren jetzt nicht hier auswärts, aber ja, das ist ja egal. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob wir auswärts oder heim spielen. Aber dieser Ehrenmann, Mo Soliman, schreibt mal Hashtag Ehrenmann rein. Gönnt uns Elite 1. Oder ja, er hat einfach gedacht, komm, suchen wir gleich noch einen neuen Gegner, weil wir einfach das Tor gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ein Spiel hatten wir noch und ich bin ehrlich zu euch, ich wollte hier einen Free Win geben. Nur noch 4 Minuten. Ich wollte ihm hier diesen Sieg geben. Aber guckt einfach mal selber, was hier passiert ist. Das ist unglaublich. Er gibt uns einfach, naja,
Er wollte uns den Sieg geben mit Petr Čech. Dann dachte ich mir so, okay, ich wollte ihm eigentlich den Sieg geben. Wenn er uns den Sieg gibt, zuallererst hätten wir natürlich Anschluss gehabt, hätte ich wirklich Eigentor gemacht. Aber dann dachte ich mir so, okay, komm, holen wir uns die 28 Siege. Was für eine Schlussphase in dieser Weekend League. Jungs, das ist die krasseste Weekend League aller Zeiten gewesen. Ich komme nicht klar, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch sowas von euphorisiert und ja, zwei Ehrenmänner hintereinander, der allererste, der drittletzte Gegner, hätte der einfach schon alle Spiele gehabt, der müsste nicht aufgeben, hätte der nicht aufgegeben, wir hätten es nicht mehr gepackt, wir hätten nur 26 Siege oder wir hätten noch verloren, keine Ahnung, aber am Ende stehen wir 28-2, Jungs, 28-2, mal wieder Elite 1, unser Rekord ist ja 29-1, leider hat es nicht für die Top 100 gereicht, dafür haben wir zu viele Spiele am Sonntag gemacht, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, ich kann nur sagen, das Team war richtig stark, Desailly heftig, wirklich es lag enorm an ihm, sage ich mal, dass wir da so ein gutes Ergebnis geholt haben, Kursa war Champions League besser als Alexandro Jussi, der war so stark. Lala war heftig. Marco Reus, habt ihr gesehen, hat so viel Wirbel gemacht in den, im gegnerischen Strafraum. Veron, übelst geile Karte für 680k. Natürlich muss ich sagen, wenn wir dann Ballack oder Vieira holen können, werden wir den wahrscheinlich holen. Aber Veron für 680k, ein sehr, sehr stabiler Sechser. Ja, und ansonsten kennt ihr die Spieler ja. Netfet kann man statt Neymar auf jeden Fall zocken. Und ich würde sagen, Jungs, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like da. Checkt gerne mal MMO gehabt in der Beschreibung. 3% Code Real FIFA. Ich bin raus. Ich bin unglaublich raus mit endlich meiner geilen Leistung. Und nächstes Mal wird auch wieder live aufgenommen, wenn ich das Ganze nicht verschlafe und mir einen Wecker stelle und dann wieder einpenne. Aber ihr kennt das Ganze, denke ich. Und jetzt macht's gut, Jungs. Haut rein. Was für ein Video. Und bis zum nächsten Mal.